Start Nummer 64, Golfclub Wörthersee Felden, Loch 18, Par 3. Franz, ist das hier dein Lieblingspar 3? Würde ich nicht sagen, weil es ist ein Par 3. Zum Abschluss ist immer ein bisschen tricky zum Spielen. Und das ist richtig eine Herausforderung. Es ist ein wunderschönes Par 3, aber es ist auf der linken Seite ist ein bisschen Wasser und auf der rechten Seite kann auch passieren, ist ein Bunker. Und das erfordert richtig einen geraden Schuss. Und das ist ja ganz wichtig, wenn man daherkommt beim 17er. Das 17er ist ein Par 5, hat man vielleicht ein gutes Score noch, ist man ein bisschen leichtsinnig. Also man wird noch richtig gefordert am 18er Loch. Sind denn bereits alle Schwierigkeiten überwunden, wenn man das Grün getroffen hat? Nein, bei weitem noch nicht. Es ist ein recht hängendes Grün. Wichtig ist, dass man mit dem T-Shot kurz oder unterhalb der Fahne ist. Das ist immer ganz wichtig. Und die rechte kurze Fahne ist sehr schwierig und die linke lange ist auch die schwierige Fahneposition. Und wichtig ist, dass man genug Break buttet. Das schaut oft gar nicht so viel aus, aber man muss einen richtigen Break button. Das Motto hier bei euch im Golfclub Wörthersee Felden ist? Unser Motto war schon immer einfach: Golf und Natur pur.